Warren Buffett hat einmal den Satz gesagt, wenn die Ebbe einsetzt, sieht man, wer in der Flut nackt gebadet hat. Und auf die aktuelle Situation könnte man das ummünzen. Sollte die Fed ihre ultralaxe Geldpolitik beenden, dann würden wir ein ganzes Areal von FKK-Badenden sehen. Denn sie sind alle all in. Und für die Fed stellt sich jetzt das Problem, wir müssen wahrscheinlich in Sachen Inflation irgendwie mit unserer Geldpolitik reagieren. Aber wie machen wir das, ohne dass die Leute in Panik geraten und die Margin Calls nur so um die Ecke fliegen. Daher wahrscheinlich die Intervention schon der Bank of Japan am Montag, nachdem es am Freitag ja sehr stark runtergegangen war an den Märkten. Daher Beruhigungsversuche natürlich seitens der US-Notenbank, aber irgendwie muss man die unangenehme Wahrheit schon verkünden. Das ist so wie einem Pubertierenden erklären zu wollen, dass er in nächster Zeit sein Smartphone nicht nutzen kann. Versuchen Sie das mal und bleiben Sie hart. Nicht ganz einfach. Aber warum ist dieses Thema Inflation so wichtig? Eben weil es ein potenzieller Gamechanger für die Geldpolitik der Fed und anderer Notenbanken ist. Und das ist genau das Thema jetzt. Ich hatte diese Aussage von Thomas Cullum, der hier einen Chart zeigt zwischen Inflation, und zwar global gesehen, und eben den Einkaufsmanager-Indizes, die weit, weit nach oben gestürmt sind, und die Inflation dürfte folgen. Das ist noch lange nicht abgefrühstückt. Da sagte Thomas Cullum eben richtigerweise, ja, früher als Krise war, Corona-Krise, Finanzkrise, haben die Notenbanken reagiert, um die Volatilität an den Märkten einzudämmen, runterzufahren. Jetzt, da die Inflation ein Gamechanger sein kann, müssen die Notenbanken gegensteuern und werden dadurch zur Ursache von Inflation. Genau das ist wahrscheinlich der zentrale Punkt, um den es geht. Und heute hatten wir einen Auftritt von Fed-Chef, New York-Fed-Chef Williams, der dann zum Beispiel Sachen sagt, ja, die Märkte können durch andere Dinge bewegt werden als durch die Geldpolitik der Fed. Echt? Hat er das wirklich so gesagt? Ja, er hat es gesagt. Und vielleicht meint das sogar ernst. Nein, ich glaube nicht, dass er es ernst meint. Gell, so blöd kann ja keiner sein. Dann hat heute Loretta Mester auch von der Fed gesagt, ja, diese Asset Purchases, also die Anleihekäufe, die die US-Notenbank macht, die könnten ein potenzielles Finanzrisiko darstellen. Aber noch sind wir nicht so weit, noch ist die Wirtschaft nicht so weit, dass wir jetzt schon die Zinsen anheben. Das Wort Tapering wurde hier sorgsam vermieden. Und hier Zero Hedge kommentiert, bissig, ja, meinst du jetzt diese Asset Purchases, die im Jahr 2009 begonnen haben, die sind also ein Risiko für die Finanzstabilität? Ja, sie sind es faktisch gesehen, denn wir haben jetzt die Allesblase. Alles schießt nach oben, Liquidität sorgt für Preisexplosionen, vor allem bei Assets. Und das kommt jetzt scheinbar auch ein bisschen in der Realwirtschaft an. Und hier sehen wir mal eine Grafik, die hier Liz N. Saunders hervorgezaubert hat, wo sie zeigte, dass in den Situationen, in denen die Fed-Bilanzsumme nicht wächst, die Aktienmärkte tendenziell Schwierigkeiten haben. Sie laufen zumindest durchschnittlich deutlich schlechter, als wenn eben die Bilanzsumme der Notenbanken sich ausweitet. Aber entscheidend ist zwar, dass die Bilanzsumme der Fed ja weiter steigt. Wir sind bei 8 Billionen und könnten wahrscheinlich sogar auf 9 Billionen ansteigen in den nächsten Monaten. Aber in Relation zur Marktkapitalisierung aller US-Aktien ist die Relation rückläufig. Das heißt, die Märkte preisen schneller, die inflationieren sich schneller, die Bilanzsumme der Märkte, könnte man formulieren, die bläst sich schneller auf als die Fed-Bilanz. Und es geht um diese Relation und vor allem dann um die Relation, wenn die Geldzufuhr weniger wird. Das würde ja das Wort Tapering bedeuten, also die Reduzierung der Anleihekäufe, ein Begriff aus dem Sport. Man tapert zum Beispiel sein Training vor einem Marathonlauf, man fährt also das Training runter, um dann fit zu sein für den Marathonlauf. Ja, Marathonlauf könnte das auch für die Fed werden, denn die Investoren, die sind all in, und das ist genau das Thema. Wie kriegt man das Ganze kommuniziert? Hier sehen wir mal die Zuflüsse in Equities, also in Aktien, mit Abstand das größte, meiste, was jemals an den Märkten der Fall war, hier im Jahr 2021. 1,2 Billionen Dollar sind in die Aktienmärkte seit Jahresbeginn geflossen, und wir sind ja noch relativ am Anfang des Jahres.
Hier sehen wir mal den Margin Debt in Relation zum S&P 500 Margin Debt hier in Orange in der oberen Grafik und der S&P 500. Das läuft relativ parallel. Das heißt, die Leute, die gehen gehebelt in diese Geschichte. Dagegen ist nichts zu sagen, aber Hebelung wird dann unangenehm, wenn eben die Märkte mal gegen einen laufen. Das war bisher, wenn man mit Long-Position unterwegs war, eben nicht so wirklich der Fall. Daher sind alle noch super entspannt, aber daher auch die Angst, der fährt vor dem Margin Call. Und hier sehen wir mal die Retail-Investoren, also die amerikanischen Privatinvestoren, wie ihre Allokation aussieht. Equities fast 2/3, Tendenz steigend, während die Tendenz in Sachen Bonds oder auch Bankguthaben rückläufig ist. Das heißt, man geht also verstärkt in Aktien rein, weil es, wie zum Beispiel in den Kommentaren auf meinen YouTube-Videos heißt, Aktienmärkte können ja gar nicht mehr fallen, weil die Notenbank das nicht zulassen. Die Notenbanken genauer gesagt. Jetzt schauen wir uns mal an, wie diese Herrschaften, die teilweise auf Margin Debt hier unterwegs sind, was die eigentlich so für eine Mentalität mitbringen, aufgeteilt nach Generationen. Wir sehen hier die Babyboomer, also die 1946 bis 1964 Geborenen, haben die Kredit aufgenommen, um in Assets zu investieren. Und da haben fast oder haben 91% gesagt, nee, haben wir nicht gemacht. Nur 9% haben gesagt, sie haben es gemacht. Und je jünger jetzt die Generation wird, erst Generation X, dann die Generation Y, das sind auch die sogenannten Millennials und die Generation Z, dann sehen wir, dass der Anteil tendenziell immer höher wird, je jünger sie sind. Nämlich die ganze Geschichte Kredit zu hebeln, vor allem die Generation Z ist hier massiv dabei. Da ist praktisch 80% derjenigen, die hier befragt wurden, haben gesagt, ja, wir nehmen Kredit auf, um in Equities zu investieren. Das ist natürlich ein Problem. Solange es gut geht, ist es gut. Aber wenn es nicht mehr gut geht, geht es halt nicht mehr gut. Und dann droht der Margin Call, dann droht die Zwangsschließung von Positionen, dann drohen Dominoeffekte. Und genau das darf nicht passieren. Wir sehen hier nochmal auch bei Profi-Investoren die Equity Positioning ist in den obersten 10 Perzentilen aktuell, also wir sind schon durchaus sportlich dabei. Als es dann runterging, dann war man weniger positioniert. Klar, weil die Leute eben durch den Margin Call rausgefallen sind aus ihrer Position. Da wurden Stop-Losse gezogen oder das Konto gleich mal komplett gegen die Wand gefahren. Hier sehen wir nochmal Margin Debt und S&P 500, wie das Ding hier massiv nach oben schießt. Das sind schon extreme Bewegungen. Also, da darf nichts anbrennen. Und jetzt brennt aber so ein bisschen was an, weil dieses komplette Goldilocks-Szenario, boomende Wirtschaft, tolle Unternehmensergebnisse und so weiter und so fort und dann noch eine unterstützende, in jeder Hinsicht unterstützende Geldpolitik der Fed, das zumindest ist in Frage gestellt, wie es mit den Unternehmensergebnissen aussieht. Das werden wir dann jetzt in der Berichtssaison sehen. Da könnte Margendruck herrschen, zumal das Beste ja ein bisschen abgefrühstückt sein, zu sein scheint in Sachen Konjunktur, mindestens bei der US-Konjunktur. Wir hatten jetzt einmal 1,9 Billionen durch das American Rescue Plan Paket, dann 900 Milliarden durch die Pandemic Aid und so weiter und so fort. Also der Staat hat praktisch rausgehauen, aber jetzt wird weniger rausgehauen. Wir sehen, dass jetzt der fiskalische Impetus, also der fiskalpolitische Impetus auf die US-Wirtschaft jetzt negativ sein wird in den nächsten Monaten, eben weil die Segnungen alle schon passiert sind. Und das dürfte dann auch für die Unternehmen relevant werden, denn es sind ja die Konsumenten, die letztendlich die Produkte der Unternehmen kaufen. Und die Unternehmen, die haben selber eigene Aktien zurückgekauft, dann muss man keine Dividende ausschütten oder weniger Dividende. Und dann verknappt man das Angebot an Aktien, was die Preise nach oben bringt, was die Manager, die teilweise Vergütungen haben oder meistens Vergütungen haben, die in den Aktienkurs gekoppelt sind, natürlich auch nicht so schlecht finden. Jetzt sehen wir, dass wir hier Buyback-Announcements jetzt schon im Volumen von 567 Milliarden Dollar haben. Und diese Buybacks, und das ist auch interessant, sind eben meistens auf Pump. Man leiht sich also Geld, damit man die eigenen Aktien zurückkauft. Das ist das, was MicroStrategy so ähnlich jetzt gemacht hat, gestern bekannt gegeben haben mit Bitcoin. Wir begeben eine Unternehmensanleihe auf Pumpe praktisch, wir nehmen Schulden auf und kaufen damit Bitcoin. Bei 37.000 Dollar hat man gekauft, heute waren wir zwischenzeitlich unter 30.000 Dollar. Der Kurs von MicroStrategy dann auch unter Druck, weil diese Geschichten eben gehebelt sind und wenn die Sache mal anders läuft, dann läuft es halt anders. Aber damit kommen wir jetzt schon zu Bitcoin. Wir sehen hier, dass wir potenziell oben eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation haben, aber wir könnten sogar
uns nochmal halbieren im Bitcoin-Kurs, ohne dass Bitcoin jetzt aus seinem 8-jährigen Bullen-Trendkanal rausfallen würde. Das ist interessant. Der verläuft nämlich derzeit bei $15.000, aber nicht komplett ausgeschlossen, dass wir das auch nochmal sehen, dass also diese $15.000 nochmal angelaufen wird. Hier sehen wir mal diese Head and Shoulder Projection. Die funktioniert invers auf der linken Seite oder als normale Schulter, Kopf, Schulter. Da wäre die Projektion auch so bei, naja, 15.000, 16.000 kann passieren. Es könnte auch die erste Unterstützung angelaufen werden, so bei $23.000. Wir sehen, diese inverse Schulter, Kopf, Schulter hat zu dieser massiven Aufwärtsbewegung geführt. Die jetzige könnte zu einer etwas stärkeren Abwärtsbewegung führen. Aber man muss natürlich ständig nachkaufen, sagen die Bitcoin-Jünger, da haben sie natürlich völlig recht. Die Frage ist nur, wann kaufst du? Und das ist dann eine Frage des Timings. Wir sehen, dass Bitcoin jetzt 55% verloren hat seit dem Top. Wir sehen, dass vor allem Dogecoin 80% verloren hat. Bei Bitcoin kann man sagen, ja okay, letzten November war Bitcoin noch bei $10.000. Und wenn man dem dann gesagt hätte, pass mal auf, Bitcoin crasht auf $30.000, dann würde der sagen, Kofik, nehmig, alle Idiot, ja super, könnte nicht besser sein. Aber wer zum Beispiel dann Dogecoin gekauft hat in dieser Euphorie, die Elon Musk mit seinen unseligen Tweets ausgelöst hat, der ist dann wahrscheinlich zu spät eingestiegen. Und das gilt ja für die allermeisten. Es sind die Early Adopter, die früh einsteigen, die dann den großen Reibach machen. Und die Masse springt später drauf, wenn dann überall in den Medien oder durch Tweets oder durch diesen Hype darauf hingewiesen wird. Und die sind es, die Geld verlieren. Da kann natürlich jemand leicht reden und sagen, ja, wer von Anfang an dabei war. Aber das sind eben die allerwenigsten. Die Masse verliert hier. Und Dogecoin hat jetzt 72 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung verloren und das alles wegen meinem besten Freund Elon Musk, dessen Bildsprache den einen oder anderen dazu drängen könnte, zu fordern, dass wir so langsam wieder zu Steppenläufern werden und ein bisschen gebückter gehen. Vielleicht war es damals besser als heute mit diesen teilweise schwachsinnigen Dingen, die hier passieren. Also, das ist die Situation. Wie kriegt man den Margin Call verhindert, indem man die Märkte streichelt, beruhigt und so weiter und so weiter. Aber hört auf ihre oder schaut auf ihre Taten und hört nicht auf ihre Worte. Das wäre meine Empfehlung. Jetzt einen wunderschönen Feierabend. Ich sag's ja, was und ciao.